James, findest du mich sexy? Nein. Und wie findest du das Remake von Silent Hill 2? Findest du das sexy? Ja? Ja, dann kann ich ja gehen. Hi Kerns und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und jawohl, heute geht es endlich um das lang ersehnte Silent Hill 2 Remake. Endlich könnt ihr es euch kaufen. Heute ist der 8. Oktober und damit ist dieses Spiel nun offiziell in den Regalen erhältlich. Ich durfte es schon etwas früher anzocken, freue mich darüber und kann jetzt eine schöne Review hier abliefern. Freut euch drauf! Und ich muss tatsächlich sagen, auch wenn ich dem Spiel schon immer positiv gegenüber gestimmt war, es hat meine Erwartungen tatsächlich übertroffen. Und warum das so ist, besprechen wir jetzt. Ich kann auf jeden Fall sagen, das Silent Hill 2 Remake hat denselben Vibe wie im Original. Sie haben die Story nicht geändert, die ist 1:1 dieselbe. Und ich muss auch wirklich, wirklich zugeben, es gefällt mir besser als Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake und Resident Evil 4 Remake. Wobei beim 4er Remake das Problem darin besteht, dass mir das Original schon nicht gefällt. Aber Silent Hill 2 Remake ist ein in sich perfektes Remake. So stelle ich mir das auch vor bei Remakes, dass der Hauptplot auf jeden Fall beinhaltet bleibt, nichts gekürzt wird und vor allen Dingen nicht an den falschen Stellen gekürzt wird. Das Remake von Silent Hill enthält nämlich die Story, so wie sie war. Sie enthält jeden Charakter. Sie enthält jede Location, es wurde nichts gekürzt. Im Gegenteil, es wurden noch ein paar Gebäude dazu gemacht. Wirklich gut. Auch der Vibe von James ist immer noch derselbe. Er ist unerfahren, er kommt ganz unerfahren und überraschend in eine Situation, in der er Gewalt anwenden muss, was er so in der Form auch noch nicht so kannte. Er hat maximal 3 Waffen zur Verfügung. Das ist eine Pistole später, eine Schrotflinte und ein Stahlrohr. Am Anfang ein Holzbrett, mit dem er so durch die Gegend jagt. Das Spiel ist außerdem der reinste Horror. Und das meine ich in diesem Sinne einfach positiv, weil die Mannequins und die Gegner halt einfach mega getarnt und versteckt auf euch lauern und aus dem Nichts auf einmal da sind. Die sehen auch öfters mal so. Ah! Ah! Du blöder Kuh, du blöder! Und das Radio. Bei der PlayStation 5 Version, ich denke mal auch bei der PC Version, kommt der Sound aus dem Controller und das ist maximal ekelhaft, sage ich euch. Super beängstigend, gruselig. Es ist genau das, was es sein sollte, auch schon in den 2000ern. Der Gruselfaktor war natürlich in den 2000ern schon da, aber was damals nicht da war, war ein sehr, sehr schönes, sauberes Gameplay. Das Gameplay ist sehr schlecht gealtert. Das ist jetzt super gemacht. Also James schlägt nicht mehr zu wie ein Faultier beim Kacken, wie ich es so schön nannte früher. Nein, jetzt schlägt er wirklich richtig ordentlich zu. Wir können rennen, wir können laufen und ich sage euch Leute, ihr werdet wahrscheinlich jetzt am Anfang denken, mein Gott, läuft der lahmarschig. Aber später, wenn es so richtig schön dunkel ist und man noch so eine Taschenlampe, so einen kleinen Lichtkegel hat, ihr werdet sehr viel laufen in diesem Spiel, weil es ist so creepy, es ist so beängstigend und ihr habt Angst vor diesen Schockern, die sich einfach überall verstecken. Glaubt mir, ihr werdet nicht so viel rennen in dem Spiel, ihr werdet sehr viel laufen. Die Stimmung von damals wurde also quasi jetzt auch genommen, ist in diesem Spiel vorhanden, wurde noch gruseliger gemacht, das Gameplay optimiert. Wir haben auch außerdem weitere Funktionen. James ist jetzt nicht nur flotter unterwegs mit seinem Stahlrohr, sondern er kann jetzt auch kriechen, er kann was verschieben, er kann wo hochklettern, er kann Wände durchschlagen. James hat jetzt deutlich mehr Fähigkeiten wie noch im Original und das kommt dem Spiel auch sehr zugute. Die Steuerung an sich ist extrem angenehm, also es ist nichts unangenehm. Das Einzige, woran ich mich etwas gewöhnen musste, war der Aufruf der Karte, ist die Pfeiltaste nach oben. Und im Original war das Aufrufen der Taste das Dreieck. Und jetzt nimmst du aber das Heilmittel quasi mit Dreieck. Das heißt, ich habe jetzt beim ersten Run so ein bisschen mal Heilzeugs verdaddelt. Passiert, aber merkt's euch, Pfeiltasche nach oben. Die Gebäude sind auch dem Original sehr, sehr nachempfunden. Also so Details, die schon im Original drin waren, findet man auch hier wieder. Und man fühlt sich, wenn man jetzt in diese Räumlichkeiten und Gebäude geht, die man schon aus dem Original kennt, man fühlt sich, als wäre man hier schon einmal gewesen. Also es kommt einem auf jeden Fall bekannt vor. Es ist stilistisch genau gleich gemacht. Natürlich jetzt sehr, sehr schön aufpoliert. Egal, wo man hingeht in Silent Hill,
Es erzählt eine Geschichte. Jeder Raum, jedes Gebäude, es erzählt eine Geschichte. Und es macht einem so irgendwo Angst, weil man weiß, hier ist nichts so Tolles passiert. Die Geschichte ist 1:1 dieselbe. James sucht nach seiner verstorbenen Frau Mary, von der er vermeintlich einen Brief erhalten hat, sucht sie in Silent Hill am Special Place und trifft auf dem Weg und auf der Suche Angela, Eddie, Laura, Maria und zum Schluss auf Mary. Jeder Charakter übermittelt rein optisch und stimmlich auf jeden Fall den Vibe von den 2000ern aus dem Original. Und das finde ich sehr, sehr gut. Alle Charaktere haben für sich eine Geschichte, die sie meines Erachtens auch sehr, sehr schön übermitteln. Auch das neue Design finde ich extrem gut. Wow! Alle, die gesagt haben, Maria sei unsexy, also ich habe das selber auch gesagt, die ist mal eine Sexbombe, das sage ich euch. Die ist mega hot und zwar schon alleine über ihre Art und Weise, wie sie läuft, wie sie redet, was sie sagt. Die ist die ganze Zeit am Bezirzen von James und will den am liebsten so ein bisschen, ne, für eine Quickie-Time-Session bekommen. Aber James bleibt standhaft. Also ihr wisst, wie ich meine. Er will halt nicht. Und jawohl, es gibt natürlich auch jede Menge Rätsel in diesem Spiel. Es gibt Rätsel, die ihr bereits aus dem Original kennt, die hier wieder aufgenommen wurden, aber etwas ausgebaut wurden. Und das finde ich sehr, sehr gut. Es fühlt sich nicht an wie ein in die Länge ziehen, ein künstliches Spiel in die Länge ziehen. Kenne ich von Madison, da haben sie ja auch sehr, sehr viele Rätsel gemacht, wo du auch dachtest, okay, jetzt reicht's dann mal. Aber hier ist es so schön in die Länge gezogen, also so, dass es Spaß macht, dass es interessant bleibt und so. Also positiv. Wie im Original nimmt euch das Spiel so einen Ticken in die Hand, aber ihr müsst sehr, sehr viel selbst überlegen. Ihr braucht definitiv bei manchen Rätseln auch einen Zettel und einen Stift. Und ja, es macht einfach Spaß, weil mit diesem Spiel kommt 2024 der 90er-Vibe zurück. Ich find's geil. Gameplay-technisch haben sie auch beibehalten, dass die Karte immer aktualisiert wird, also dass ein Fragezeichen zum Beispiel eingebaut wird oder eben hier kommen wir, haben wir keinen Durchgang, dann hier brauchen wir einen Schlüssel, hier haben wir ein Rätsel, sodass man einfach die Örtlichkeiten bei dieser großen Karte auch gleich wieder finden kann. Auch die Speicherpunkte mit diesem quadratischen roten Ding, das haben sie auch beibehalten, ist genau dasselbe. Und der Sound ist auch sehr ähnlich, also das haben sie auch eingebaut. Natürlich haben wir auch den Original-Soundtrack dabei, bisschen variiert mit anderen Sounds, aber sehr, sehr schön. Also die Musik hat mich jetzt schon sehr, sehr oft berührt, auch mal runtergebracht, auch mal ein bisschen hektisch gemacht, ein bisschen gruselig, ein bisschen beängstigend. Also es ist alles dabei und die Stimmung sensationell gut durch die Musik auch alleine. Nicht nur durch die Optik, auch die musikalische Untermalung. Und ja, ein großer Wehmutstropfen für einige da draußen ist, dass es keine deutsche Synchro gibt. Ich kann das verstehen, für manche Leute, die halt eben nicht so gut in Englisch sind. Mir persönlich macht es jetzt nichts aus, weil ich die alten Spiele sowieso grundsätzlich auf Englisch spiele, weil ich mit denen ja auch auf Englisch groß geworden bin. Für mich ist das irgendwie verstörend, wenn die auf einmal Deutsch reden. Und ich muss auch sagen, bei Silent Hill ist es ja auch wichtig, da kommt es auf die Nuance der Sprache an. Und diese englische Synchro von diesen Schauspielern, die da mitmachen, von den Charakteren, die ist so on point. Ich sag's euch, das ist so emotional on point. Es kommt ans Original ran, finde ich. Und das war sowieso schon schwierig, dass sie das schaffen können. Und wenn man das jetzt noch auf Deutsch hätte machen müssen, ich weiß nicht, ob es das vielleicht so einen Ticken versaut hätte, weil man hätte da sehr, sehr viel Geld in deutsche Synchronsprecher investieren müssen, also in wirklich sehr, sehr gute. Und das ist dann eben auch diesen Vibe übermittelt. Deswegen, ich kann es verstehen, warum es nicht drin ist. Ich kann es aber auch verstehen, warum Leute sagen, hey, ich wollte es halt so. Also, dass da manche dann traurig sind, verstehe ich auch. Aber alles ist natürlich deutsch subtitled. Also, wir haben überall Untertitel. Das heißt, Dokumente könnt ihr auf Englisch im Original natürlich lesen und ihr könnt es euch auf Deutsch übersetzen lassen, wenn ihr dann, ich glaube, Dreieck bei der PlayStation 5 drückt, dann kommt da ein Text auf Deutsch. Also es wird alles auf Deutsch da sein, sodass ihr die Rätsel natürlich ohne Probleme lösen könnt. Und wenn die reden, kommt natürlich unten auch alles auf Deutsch. Also Untertitel sind definitiv auf Deutsch dabei. Und ja, für den ein oder anderen Silent Hill 2 Liebhaber wird das bestimmt reichen. Glaubt mir, ihr werdet es nicht bereuen, die englische Synchro, muah, Hammer! Sehr gut gemacht. Alles in allem, Chapeau, Bloober Team. Sehr, sehr gut gemacht. Ich habe immer an euch geglaubt.
Und jetzt bin ich so froh, dass es wirklich so gekommen ist. Was meint ihr, was abgegangen wäre, wenn ich total falsch gelegen hätte? Das wäre ja übel. Sie haben nicht nur Silent Hill 2 ins Jahr 2024 gebracht, sie haben es tatsächlich auch geschafft, dass dieses Spiel flüssig gelaufen ist, mit kaum Bugs. Ja, ich hatte jetzt einen einzigen Bug, den blende ich hier ein. Das war ein witziger Bug, da war ein Mannequin, auf den habe ich einfach die ganze Zeit drauf gedroschen. Der stand einfach jedes Mal wieder wie eine Eins da. Das ging so eine Weile und später konnte ich auch durchglitschen. Das fand ich eher witzig, hat jetzt nicht das Gameplay tangiert. Ja, ich kam super weiter. Was früher in den 90ern Standard war, muss man heute ja leider loben. Deswegen gibt es von mir definitiv einen Extrapunkt. Ich habe Silent Hill 2 Remake auf der PlayStation 5 Slim angezockt und da läuft es wunderbar flüssig. Bis auf diesen einen Bug, wie gesagt, hatte ich keinen. Zu meiner Endbewertung. Das Spiel an sich bekommt von mir definitiv eine schöne 9 von 10 Punkten. Und mit dem Extrapunkt, dass es einwandfrei funktioniert hat, sind es 10 von 10. Für ein Remake ist das für mich das beste Remake von allen Remakes, die ich bis jetzt gezockt habe. Für mich sind Resident Evil 1 Remake und Silent Hill 2 Remake auf selber Stufe. Das sind beide Perfektionen. Ja, Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu diesem Remake meint. Habt ihr es schon gezockt? Was ist eure Meinung? Wann werdet ihr es zocken? Habt ihr hohe Erwartungen? Wahrscheinlich jetzt schon, aber schreibt alles gerne in die Kommentare und lasst uns wie immer heiß diskutieren. Das war's dann auf jeden Fall von mir, meine Review zu Silent Hill 2 Remake. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst gerne ein paar Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut and don't forget, rennt in die Läden und kauft euch Silent Hill 2 Remake. Muah.